Eine Magenschleimhautentzündung oder Gastritis kann sehr unangenehme Beschwerden, Völlegefühl oder Druckschmerzen im Oberbauch verursachen. Auch Erbrechen und Übelkeit können darauf hinweisen. Anschließend findest du verschiedene natürliche Möglichkeiten, um diese Beschwerden zu lindern. Die Magenwand wird von einer Schleimhaut geschützt, die aus unterschiedlichen Zellen besteht, die den Magensaft produzieren. Wenn die Magenschleimhaut geschädigt wird, kann es zu einer Magenschleimhautentzündung kommen, die jedoch aufgrund unspezifischer Symptome oft nicht ärztlich diagnostiziert wird. Die Auslöser dieses Leidens sind vielfältig, unter anderem können folgende Ursachen dazu führen: Infektionen, ausgelöst durch das Bakterium Helicobacter pylori. Bei einer Magenschleimhautentzündung machen sich bei jedem unterschiedliche Symptome bemerkbar. In manchen Fällen kann eine Magenspiegelung notwendig sein. Säure oder Brennen im Magen. Hausgemachte Heilmittel zur Behandlung einer Magenschleimhautentzündung. Obwohl es sich, wie oben beschrieben, um ein komplexes Leiden handelt, können auch verschiedene Hausmittel sehr nützlich sein. Anschließend findest du unterschiedliche Möglichkeiten. Rohe Kartoffeln bzw. Kartoffelsaft eignet sich hervorragend, um eine Magenschleimhautentzündung zu behandeln. Damit wird die Säure bekämpft und die Entzündung gelindert. Auch Gase können mit diesem Hausmittel verhindert werden. Schäle 2 Kartoffeln und reibe sie danach. Drücke die geriebenen Kartoffeln jetzt durch ein Sieb oder ein Baumwolltuch, um den Saft zu erhalten. Vermische den Kartoffelsaft mit ein bisschen lauwarmem Wasser und trinke dieses Hausmittel dreimal täglich, am besten vor den Hauptmahlzeiten. Reiswasser hat ähnliche Eigenschaften wie Kartoffelsaft und ist deshalb auch eine empfehlenswerte Alternative. Bringe das Wasser zum Kochen und füge dann den Reis hinzu. 8 Minuten köcheln lassen und dann den Topf vom Herd nehmen. Den Reis absieben und das Kochwasser aufbewahren. Sobald es etwas kühler ist, kannst du dieses Hausmittel zweimal täglich trinken. Naturjoghurt wirkt vorsorgend gegen Entzündungen im Magen-Darm-Trakt. Die darin enthaltenen Probiotika und Lactobakterien verhindern die Ausbreitung der Helicobacter pylori-Bakterien. Du kannst Joghurt auch selbst zu Hause herstellen, das geht ganz einfach. Naturjoghurt selber machen, ganz einfach. Um Gastritis vorzubeugen oder sie zu behandeln, ist es ausreichend, 3 Tassen Joghurt über den Tag verteilt einzunehmen. Haferflocken helfen, die Entzündung zu lindern und die Magensäure zu reduzieren. Sie enthalten lösliche Ballaststoffe, die viele Vorteile für den Organismus haben. Erwärme das Wasser und koche die Haferflocken dann ca. 6 Minuten. Vermeide es, sie mit Zucker zu süßen. Es wird empfohlen, die Haferflocken am Morgen zum Frühstück zu konsumieren. Mit biologischem Honig kann die Säurebildung verhindert werden, deshalb ist diese auch bei Gastritis von Nutzen. Damit kann außerdem die Magenschleimhaut repariert und die Symptome gelindert werden. 2 oder 3 Esslöffel biologischer Honig, 50 g bis 75 g. Erwärme ein Glas Wasser, bis es eine angenehme Temperatur hat.
Füge dann den Honig hinzu, rühre gut um und trinke das Getränk. Es wird empfohlen, dieses Hausmittel auf nüchternen Magen zu konsumieren.